Howdy Cowboys und willkommen zu der jedenfalls für mich letzten Folge unserer New York Tour. Ich stürze mich heute nochmal hinein in den Big Apple und knüpfe mir die Stadtteile Little Brazil und den Diamond District vor. Währenddessen befindet sich Alibaba und Nicole schon in New Haven an der Yale Universität und ich besuche noch ein allerletztes Mal den Times Square in New York und treffe dann tatsächlich auch den Naked Cowboy. Am Abend beenden Alibaba und Nicole ihren allerersten Roadtrip-Tag und erreichen Boston. Ihr seht, es geht abwechslungsreich hin und her und jetzt viel Spaß mit Folge 8 unserer New York-Tour. Stand clear of the closing doors, please. Hey, oh yeah, aus der Fifth Avenue, Ricky ist bereit, so ist alles safe. Alibaba, auch hier wieder smart, immer mit dabei, die Metro-Card. Eine Woche wach, hier am Times Square, Rockefeller Hochhaus, denn es gibt noch viel mehr. Fest im Herzen steht das Empire State. Freut euch darauf, was ihr alles seht. Die Partners und good morning aus New York City. Heute die mittlerweile achte Folge und somit meine letzte aus New York. Aber Alibaba und Nicole sind unterwegs im Auto. Jetzt aktuell wohl holen sie gerade den Mietwagen ab am Airport, also am John F. Kennedy Airport, genau in New York. Und haben noch eine Woche Roadtrip vor sich. Für die beiden geht es nach Boston, Philadelphia, Washington. Alibaba hat natürlich die Actioncam mit dabei und filmt so gut wie er es kann alles ab. Wir haben heute noch einen Tag hier in New York. Heute Abend um 8 geht erst der Flieger. Und ja, wir wechseln ein bisschen hin und her zwischen mir und Alibaba. Immer mal gucken, was die gerade so machen und wo wir heute noch sind. Wir haben unsere Zimmer schon abgegeben. Die Koffer sind an der Rezeption im Kofferraum. Und wir starten jetzt erstmal Richtung Manhattan und nehmen noch ein letztes Mal ein bisschen New York Feeling mit. Let's go! Was hat er eigentlich da für eine krasse. Was ist das? What's that? Morgen gibt es wieder richtiges Frühstück in Deutschland. Vernünftiges Brot. Und nicht ganz so übertrieben süß. Das ist ja echt alles klatschig süß hier. Ja. Überall 5 Tonnen Zucker dran. Geht schon wieder gut los hier in einer Tour. Wir befinden uns heute am Tag 8 und das heißt, dass unsere Wochenkarten abgelaufen sind von der Metro. Deswegen müssen wir nochmal für 3 Fahrten nochmal Geld drauf buchen. 8:25 genau, um einmal Manhattan reinzufahren, Manhattan rauszufahren und zum Flughafen zu fahren. Genau. Manhattan. So, angekommen in Manhattan. Beim Rockefeller Center habe ich mich jetzt rausgesetzt. Die anderen, die sind jetzt in Central Park gemacht, aber da sind wir gestern Fahrrad gefahren. Und wir waren vor 2 Tagen schon mal in Central Park und da habe ich mir gedacht, nee, da machst du es nicht nochmal mit hin. Ich habe mir ein paar Distrikte ausgesucht, die ich jetzt mal noch angucken möchte. Es gibt unter anderem den Diamond District und den Little Brazil, also Brasilien. Ja, da gucken wir jetzt einfach mal, wie es da aussieht.
Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Ich habe gleich den Dunst. Auf jeden Fall irgendwo am Rockefeller Center. Spätestens jetzt könnte Kevin alleine New York vergessen. Jetzt gibt es Ricky alleine New York. Für 5 Stunden. Ja, dann gucken wir mal nach zum Diamond District. Ich denke mal, das sind viele teure Boutiquen, da kann man von außen mal gucken. Aber als erstes fällt mir gerade ein, oder habe ich gerade gesehen, neben mir ist die Radio City Hall. Und die ist noch Bestandteil unseres New York Passes. Und ich probiere es einfach mal. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Das wäre ein Ding. Okay. Wir kommen nicht rein. Dann nächster Anlaufpunkt, Diamond District. Schade, ich hätte hier wirklich gerne mal reingeguckt. Es muss eine riesengroße Halle sein, also theatermäßig. So, hier waren wir jetzt auch schon des Öfteren. Das berühmte, wir gehen mal darüber. Genau, also das berühmte Rockefeller Center mit der Eisbahn hier unten. Jetzt ist es anscheinend eine Rollerskaterbahn im Sommer, genau. Aber bis jetzt immer gerammelte voll gewesen. Ich bin jetzt eigentlich angekommen im Diamond District, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es Diamond District heißt, weil hier teure Klamottenläden sind, aber irgendwie. Verstehe ich auch nicht. Mal gucken. Also laut Maps bin ich hier schon richtig. Das ist der Diamond District. Mal gucken da hinten. Aber warum der jetzt Diamond District heißt? H&M. Paris Saint-Germain Fanshop. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nebenan auch Little Brazil. Wenigstens hoffentlich sieht das besser aus. Ich meine, klar, hier hast du schon ein paar Läden, so hier Adidas, da vorne H&M und weiter vorne war auch noch Gucci, aber ich habe gedacht, naja, gut, dann ist es halt so. Na gut, Brazilian Cuisine, ich habe es mir vielleicht doch noch ein bisschen brasilianischer vorgestellt, irgendwie. So mit Tänzerinnen auf der Straße, nee, Spaß. Naja, hier haben wir was Brasilianisches. Okay, nächster Plan. Wir laufen jetzt Richtung Bryant Park. Die gucken wir uns nochmal an. Richtung Gardman District und dann zu dem nächsten Park. Ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen. Und mal aufs Handy gucken. Bei euren Taxi ist wieder der Bus. Tja, die hätten sich das mal bei Alibaba abgucken sollen. Ah, hier, ich habe mal noch eine Karte gefunden, also wir befinden uns genau hier. Bryant Park. Durchstreifen den ein bisschen und laufen dann durch den Gardman District in den nächsten Park oben rein. Genau. Hier, genau. Die wollen wir alle abgrasen. Midtown sind wir gerade. Dann über den Garden District nach Chelsea, Hell's Kitchen zum Times Square, Kaffee trinken
Und wenn ich es noch schaffe, dann laufen wir hier noch ein bisschen rum in Turtle Bay und Tudor City. Welcome, Bryant Park. Das letzte Mal waren wir in der Library gewesen, New York Library. Lohnt sich nicht, braucht ihr nicht reingehen. Da gibt's nichts zu sehen. Gibt's hier Restrooms? Hier gibt's Restrooms. Wo sind sie denn? Ach, da vorne. Ah, nehmen wir den doch gleich mal mit. Die lieben Tulpen. Also überall haben die ja Tulpen gepflanzt. Also wir können jetzt auch mal zu Nicole und Alibaba schalten. Guten Morgen und damit herzlich willkommen in unserem Private Vlog, Tino und Nicole. Mein Packeselchen habe ich auch schon gefunden. Ah, den kriegst du auch nicht tot, nicht nach einer Woche. New York, der hat Energie, wie jetzt 20 Jahre schon. So. Ist auch schon 25. Ich bin ja schon fast 27. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es vielleicht jetzt ein bisschen mehr wackelt, weil ich bin noch ein Newbie in der Sache. Newbie. Wir sind jetzt in Bryan. Nee. In der Stupin Boulevard Station und wir sind auf dem Weg zu unserer Mietwagenstation. Jo. Auf geht's. Bonjour. Bahnhof von Long Island. Chinesische Schnappmesser fotografieren. Aber die Cops stehen an jeder Ecke. Wir haben gerade festgestellt, die stehen hinterm Busch. Die verhaften dich durch die Blume. Durch die Blume. Geschafft. Airtrain geht's gleich los. Ein bisschen Verspätung hat er noch. Hier geht's auch runter. Da geht's auch runter. Jetzt sind wir aus der Bahn raus. Mit ein bisschen Verspätung aber. Wir haben es geschafft. Hier schon eine Schwanzleine an der Back. Mhm. Thank you. Jo, thank you much. Hammer. Vacation paper. We carry them. We have every type of stuff. Mit den Koffers. Klappe zu. Das ist mal ein Upgrade, hä? Boah, die ist zu. Na? Ich dachte jetzt erstmal, jetzt haben wir uns eingerichtet. Alles heutlich. Installiert, hat auch Kameras, nur eine Stunde gedauert. Strick. Ja, ich bin nur mal ein vorbildlicher Fahrer. Ja, nee, ist er wirklich. So, ich habe auch sehr viel. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Jetzt starten wir mal einen Motor. Starten wir los und. Du musst hier ein bisschen aufpassen, vielleicht sieht man deinen Finger. Ist nicht der Arm. Ja. Wait a second. So, vielleicht. So, sieht man dann meine Hand. Ist das jetzt aus? Jetzt wurde Licht leuchtet. Jetzt ist es. Okay. Oh Mann, der Praktikant hier im Kamerastudio. So, starten wir mal einen Motor. Ja, geht los. Oh mein Gott. Das ist schon eine geile Karre, gefällt mir. Ja. Ja.
Der speckert schon wieder nur. Viel zu flach. Das ist ja. Ich bin keine 20 mehr. Ja, ab in den SUV und dann. Gucken wir mal, was der Riggi in Downtown macht. Ja. Schalten wir mal rüber. Welcome back. Immer noch auf dem, immer noch in Midtown unterwegs. Auf dem Weg zum Garmin District. Guck mal, wo ich wieder angekommen bin. Empire State Building. Wusste ich gar nicht, dass das Ding hoch hier ist. Waren wir aber auch schon oben gewesen. Müssen wir mal in einer anderen Folge. Vor 3 oder 4 Folgen gucken. Also hier seid ihr ganz schön stuck in traffic. Und jetzt sind wir angekommen in Koreatown. Wieder ein weiterer District. I said that I love you when you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of swimming no words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? I want you to take me back. You want me to take you back? I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen so many people leave. I'm tired of going back and forth when we get stuck. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they don't try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. Gut, und da sind wir jetzt im Garmin District angekommen. Laufen jetzt ein bisschen lang Richtung Madison Square Garden. Also nicht das Stadion, sondern der Garten, der Park. Genau. Gossip Girl. Habe ich noch nie geguckt. Gestern war überhaupt autofreier Samstag hier. Zwischen. Irgendwo oben zwischen Central Park und Union Square. Vielleicht ist ja noch der Rest hier, wenn überall diese Stühle rumstehen und die Straßen zu sind. Wurde noch nicht alles weggeräumt. Das kann natürlich sein. Hier dahinter befindet sich jetzt an der Mauer. Ist der. Ach, mir fällt es nicht ein. So viele Nadeln im Kopf hier. Ist ja richtig Party da drin. Madison Square Park. Ja, Madison Square Park Conservancy. Oder wie man das ausgesprochen wird. Ich glaube, heute sind die Hunde los hier. Lot of dogs. Ich mag ja eigentlich Hunde. Wenn ich mal mit reingehe. Nicht anlecken. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps in the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. Das ist ein Kleber hier. Falls ich das euch noch nicht erklärt habe, warum New York so viel dampft in der Kanalisation und so. Die haben ein unterirdisches Dampfsystem mit Wärme. Und irgendwann ist manchmal zu viel Druck auf der Leitung. Und dann muss die Stadt einfach Druck ablassen, um es mal so zu sagen. Wollen wir mal riechen? Riecht nach. Riecht nach Wasser. Also nach Dampf. Und damit sind wir gleich wieder am Epizentrum angekommen. Times Square, New York City, ein allerletztes Mal. So viele Menschen auf einen Haufen.
Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, was ich hier großartig dazu sagen soll, Leute. Es ist einfach nur, krass. Ich bin jetzt an der Yale University angekommen. Hier steht der schwarze Flitzer. Und hier ist wahrscheinlich diese Gebäude. Ab zur Studentenverbindung. Ab zur Party! Sieht eigentlich ganz schön aus hier. So gebildet. Ja. Merken Sie, also hier. Notfall. Physical Education. Es war noch gar nicht die Uni von Yale. Es war ein College, war das. Ein, wie hieß es? Ja. Was war denn das jetzt? Pauli Murray College. Pauli Murray College from New Haven. Schwarzwein Center. Weiß nicht, was es ist. Hm.
mal fix meinen Abschluss gemacht. Ich glaube, wir haben sowas erreicht wie die Uni jetzt. War gerade Yale School of Music. Und dann wohin? Hier. Nach unten. Und das scheint auch bestimmt hübsch zu sein hier. World Campus. Ganz nett sieht es eigentlich aus. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wie hieß das Ding? Butler, Mexico. Ja, irgendwas mit Mexikan. Wir wollen erstmal was essen. Und den Schlachtplan machen, was wir hier angucken wollen, was wir angucken können. Haben wir ja schon gesehen, ganz grob, dass es jede Menge tolle Sachen wahrscheinlich gibt. Also für mich stand ja hier noch nicht mal auf dem Blatt. Chipotle heißt der Laden. Mit Organic Lemonade. Ich habe dann ist Chicken Ranch. Jumbo with rice. Schmeckt ganz gut. Und so wie ich sehe, schmeckt es ja auch, ne? Was hast du gewählt? Burrito, ne? Burrito. Oh, lecker. Haben wir schön gegessen? Jetzt erstmal in den Nerdshop. Ist es so? Genau, in einem Yale Fanshop oder wie hieß das? Und dann. Dann laufen wir mal Richtung diesem Hauptgebäude. Und dann hauen wir schon wieder ab. Schutz hier. Ja, aber das sind doch jetzt hier nur. Deine. Endlich den Eingang gefunden. Kannst du hinten und vorne reingehen? Ne? The very first. Wie so ein Park angelegt. Also ich war noch nie auf einer Universität, auf einer amerikanischen schon gar nicht. Da stehen überall so kleine Schilder an den Häusern. Und Yale University und was das sein soll. Und wir fragen uns, wer wohnt da drin? Wer macht was da macht? Was? Was macht? Herr Kema, wir haben den Broadway erreicht. Jetzt ist er endlich drin. Shoppen. Campus Christ. Ja, los, fang an. Bewerbung, Herr Schmidt.
erste Mal, dass mich eine Times Square-Werbung gerade abgeholt hat. Die haben Donuts, also ich konnte es gerade nicht überlesen. Ich habe ja ein bisschen Hunger. Das erste Mal, dass die Times Square-Werbung wirklich funktioniert hat. Ich gehe jetzt rein zum Duknat. Bin gespannt. Und ein Kaffee, das sehe ich mich, da sehe ich mich. Gucken wir mal. Ach, keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Mal gucken. Oh, on the wrong side. Kann man sogar gucken, wie die Donuts gemacht werden hier. Geile Scheiße. Oh, wenn das mal. Leute. Sag ich euch was, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Was soll ich noch dazu sagen? Ist es das? Oder ist es das nicht? Richtig geil. Richtig geil. Alter, ich habe jetzt schon die anderen beiden gegessen. Ich habe noch nie in meinem Leben so geile Donuts gegessen. Noch nie. Boah, das ist jetzt die wirkliche Empfehlung. Wenn ihr am Times Square seid, geht in diese Donut-Bude rein. Und kauft euch verdammt nochmal mindestens 3 Donuts. Und zwar ins... Krispy Kreme Donuts. Die sind doch Kracher. Die sind der Kracher. Alter. Mega. Naja, zum Glück hat Alibaba mir am ersten Tag ein Basecap geschenkt. Für den Regisseur. Dann gut, wie die Sonne scheint. Sonst verbrenne ich mir wieder den Kopf. Ja, dann gehen wir mal. Da gibt es einen Gemülleimer. Das regt mich schon wieder auf. 5 Millionen Leute in unserem Mülleimer stellen. Guckt euch einfach mal noch ein bisschen an hier, was das so abgeht. So die Leute. So machen. Ich weiß noch nicht immer, was ich dazu quatschen soll jetzt. Ich bin es einfach nur. Ich finde es einfach nur. Ja. Heftig. Was haben wir denn noch? Well, I'm the Nick Campbell. Keeping the real boy. I'm the Nick Campbell. You gotta do what you gotta do. Ich war irre. In den letzten 5 Minuten. In den letzten 5 Minuten hier in diesem ganzen New York Urlaub. Sehe ich aber noch ein Naked Cowboy. Ich war irre. Nein. So, das war's mit Times Square. Und auch bald New York. Ich treffe mich jetzt noch mit den anderen am Central Park. Und wir gehen noch schön was essen. Und dann gehen wir jetzt zum Hotel. Koffer holen. Und ab Richtung JFK. Und hier haben wir nochmal die Donutbude, wo ich die Donuts gerade gegessen habe, die ich schon mal empfehlen kann. Achtung. Umdrehen. Auf der Seite, wo die Treppe ist. Und dann müsst ihr hinten links weitergehen. Da, richtig geil. Krispy Kreme Donuts. Alter, die waren so gut, die waren richtig gut. Ich hab nie so geile Donuts gegessen, ey. Meine Fresse. Richtig gut. Was habt ihr Schönes gemacht? Sehr
Central Park. Gegessen? Irgendwas? War Nüsse und Hotdog. Ich hab 3 Donuts und einen Kaffee getrunken. Ja. Schön. Wie weit hat er gelobt? Nicht bis ganz hoch, ne? Ja, bis zum Mittag. Ja, bis zum großen Tee. Ja, bis zum großen Tee. Warum auch besser mit dem Fahrrad? Ja, ist gigantisch groß. Wir sind jetzt angekommen im Bärburger. Kannst du selber den Burger zusammenbasteln, das war mal genau das Richtige. Um den Abschiedsping zu machen. Ping, 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 ping. Und da gibt es ein paar Lager oder so, ne? Bauen wir uns mal das Ding hier zusammen. Der letzte Burger, Leute, der letzte Burger. Na ja, dann in Newton oder was? Really good. Bärburger. Kann man eine Empfehlung aussprechen hier, oder? Ja, ist in Ordnung. Wenn Benni das sagt, dann. Benni sagt es. Dann zählt das doppelt so viel. Haben wir einen satt gekriegten Klient? Na klar. So, jetzt ab zur U-Bahn, raus aus Manhattan, ab zum Hotel und Koffer. Koffer holen und ab zum Flughafen, dann war's das. Goodbye, Manhattan, goodbye. Ab nach Queen. Wir sind raus. Wir fangen an mit Benni. 10 Sekunden ab jetzt. Robby. Meine ich ja. Robby, 10 Sekunden ab jetzt. Wie hat alles das gefallen? Gezeichnet, alles gesehen, was man sehen muss, denke ich. Läuft die Uhr? Ja, sehr anstrengend. Okay, es waren deine 10 Sekunden. Benni. Marathon, würde ich sagen, war der größte bis jetzt. Aber sonst war halt tipptopp. Ne? Alles mitgenommen, was geht. Was? 10 Sekunden für dich? Viel zu viel gefressen. Alles schon 1000 Mal gesehen. Aber immer wieder schön. Deine 10 Sekunden. War mega und wird es auf jeden Fall wieder machen. Nochmal, das vierte Mal New York. Ja. Weil ich immer noch nicht alles gesehen habe. Okay. Für mich persönlich war geil, keine Frage. New York war so auf der To-Do-Liste. Muss man auf jeden Fall mal angucken. 5 bis 7 Tage, würde ich pauschal sagen, reicht. Oder irgendwo da in dem Zeitraum sollte man sich da vielleicht vornehmen für die Stadt. 3 ist zu wenig oder nur am Wochenende. Recht teuer ist es hier im Vergleich zum Rest der USA, würde ich sagen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und jetzt schalten wir zu Alibaba und Nicole, denen übergeben wir jetzt das Zepter. Wir sind raus. Cheerio, Schweinebacke. Zweite links oder rechts? Jetzt sicher rechts. Jetzt sind wir nämlich schon im Hotel. In Dana Street. Oder in unserer Pension oder was wir gemietet haben. Das neue Sattel. Mal gespannt, was wir für eine nette kleine Bude uns angeheuert haben. Ja. Angeheuert haben. Jetzt sind wir angekommen hier. Wo? Oh, Serena. Schon wieder am Telefonieren hier. Hi, this is Nicole. I have a room tonight. I'm sorry? Coffee is here.
hinter Tür. Riecht's nach altem Teppich. Can I, if we saw the parking spot, so can we? Yeah, yeah. Okay. Schön, dass Sie. Ein Mensch, wo ist denn Mutter? Sachen, ja? Hier geht's wieder runter. Ich mache mal das Licht an. Naja, zwei Sterne, ne? Das haben wir wieder gebucht hier. Schönes Zimmer. Ach komm. Ganz oben an der Decke. Was denn jetzt? Ist doch, ist an der Decke. Ja, guck mal, passt schon. Ausblick. Aufs Auto unten. Perfekt. Zur Nachbarin rüber. Perfekt. Hier ist es hier rein. Oder der Nachbar. Ach, hier drüben auch noch. Schön spannend. Welcome to my crib. Ja, 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 ja. Hier ist der Raucherraum. Und dann? Da drüben ist ein Bett. Oh, hier geht's noch hoch. Wein gecheckt jetzt, alles ausgepackt. Lieferando kommt schon. Hier ist unser Hotel an der Irvine Street. Wir laufen jetzt hier vor mal zu diesem Park hier, Harvard Park, keine Ahnung, wie der so richtig heißt. Wir sehen gerade am Horizont den Sunset und suchen uns mal eine Kneipe. Hier vorne muss eine riesen Kneipenstraße sein. Wir werden was zu essen finden. Ich würde gerne einen Burger essen und Nicole, was hattest du? Ach, du wolltest irgendwas mit Fisch, ne? Naja, wenn man in Boston ist, denke ich, muss man was mit Fisch essen. Das kann man auch Moin machen, aber Burger klingt gut. Kann man an der Ostsee machen, so ein scheiß Fischbrötchen. Mensch. Naja, aber geht schon mal schön los hier. Ist hübsch, ist, kannst du nicht sagen, das ist hübsch. Das wirkt hier vielleicht nicht so. Jetzt sind wir direkt auf dem Campus, Harvard. Mhm. Aber... Studentenzimmer. Geil. Das sind immer die Partys. Wir machen es aus dem Film. Gehen. Oh, na, der Kanada-Club. So, das war's. Seht es Alibaba ein bisschen nach. Er ist noch ein Trainee, was das Filmen angeht. Deswegen war das auch seine letzte Aufnahme von diesem Tag. Sind wir gespannt, was er am nächsten Tag alles so festgehalten hat. Also denn, bis nächste Woche. Ciao. Abos? Erst einmal.
da. Das abonniert den Daumen. Und Befehl, jetzt raus! Befehl vom Präsident höchstpersönlich. Monika, geht los! Die ganze Welt hat er schon gesehen. Die ganze. Und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja! Rick ist wieder auf dem Roadtrip und wir freuen uns, dass es losgeht. Hey.